Ah, war hier nie. Ja, genau. Haha, genau. Die konnten sich nämlich, wenn man die auf so einen Speicherpunkt stellt, also Speicherpunkt so ein. Werden die unsichtbar und sind für die Feinde, also werden die sichtbar. Die Disziplin zu schätzen. Wenn ihr sie an einem Sammelpunkt platziert, werden sie stärker und sind für Gegner nahezu unsichtbar. Abgesehen von dem Gestank nach verwesendem Fleisch und totem Fisch natürlich. Ja, genau, das ist das. Da konnte man dann nämlich schön die einfach irgendwo hinstellen und die springen die dann aus dem Hinterhalt an. Das war eigentlich ganz cool. Jetzt wohl. Ich meine mich zu erinnern, dass das recht hilfreich war. Lass mich hier vorbei. So. Kurzer Abstecher hier gewesen. Das Nest haben wir ja recht schnell gefunden. Und jetzt lass mich hier vorbei. Und dann können... Ja, dann müssen wir ja hier in diesen Dingsbums, was auch immer... den Typen dann noch aus seinem Schlaf reißen. Und das müsste dann auch der nächste Held gewesen sein. Also, den wir dann noch fertig machen müssen. Und dann haben wir natürlich jetzt mit den Grünen die Möglichkeit, direkt dann auch die Blauen zu holen. Und wieder automatisch gespeichert. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Die Höhle haben wir, soweit bin ich der Meinung, auch noch erforscht. Ihr habt euch das grüne Schergennest geholt. Sehr, sehr schön. Dann werden wir die Höhle mal wieder verlassen. Und werden hier weiter im Wald unser Unwesen treiben. Einfach mal gedacht habe, dass das ein Video ist. So, da werden wir hier noch ein bisschen Equipment für die unsere Schergen holen. Und hier haben wir den nächsten Wurzelknotenpunkt, den wir sogleich zunichte machen. Komische. So, diese kleinen Käfer brauchen wir auf jeden Fall. Zwecks der Lebensenergie. Da ist noch so ein kleiner Käfer. Weil. Ja, boah, was? Achso, ich dachte schon. Ist da jemand gestorben? Nee. So, ich bin ein wenig desorientiert. Wo sind wir denn hergekommen? Wo gehen wir hin? Warum, wieso, weshalb? So, hier haben wir nochmal ein Objekt.
Und wir wissen ja alle, wir mögen Objekte. Was tanzt der Typ hier sinnlos rum? Los, Randa. Ich will wissen, was das ist. Gut gemacht, Meister. Ihr habt einen neuen Schildzauber. Gilt der nur für mich, oder? So, dann werden wir aber einfach nur diesen langen Wurzeln hinterherrennen, um die nächsten Wurzelknotenpunkte zu finden. Hier haben wir eine Abfallgrube, haben wir hier auch. Ne, haben wir nicht. Und zwar suche ich mal alle Schergenportale beieinander, dass ich mal ein bisschen austauschen kann. Dass ich mir ein paar braune und ein paar rote noch mitholen kann. Die Der Schildzauber dient euch nun ja als Schild gegen angreifende Gegner. Gleichzeitig wehrt er sie auch ab und stößt sie zurück. Gut, das kann später durchaus noch nützlich sein. Und hier noch eins. Und dann noch eins. Und dort noch eins. Boah, wo kommen denn die alle her? Nervt. So, holt euch das Objekt da. Der Rest kommt her. Und jetzt werden wir... Hier war doch irgendwo... Ah, da sind noch mal diese... Sie ängstigen uns. Elfen sind so deprimierend. Reiß dich zusammen, Mann. Wer hat dir denn das Mikro in die Hand gegeben? Verdammte Kacke. Wobei sie grundsätzlich recht hat. Da sind schon so ein paar weinerliche Weinerlinge. So, hier fahren wir erstmal so ein bisschen grüne Lebensenergie. Boah. Seid ihr zu blöd, Käfer zu fangen? So, hier können unsere Schergen rüber und uns die Brücke da drüben hoch machen. Hier können die... Hier waren wir doch schon, oder? Waren wir hier nicht schon? Hier waren wir doch schon. Upp. Hier rüber und hopp. Macht mal alles platt. Ja, das ist diese Anspringtaktik, von der ich vorhin geredet habe, oder besser gesagt, von der Klopfer geredet hat. Recht effektiv. Jetzt kommt her. Lebensenergie. Hier liegt ein toter Zwerg. Bringt mir doch wenigstens die Lebensenergie direkt mal mit. Hat leicht was Ägyptisches an sich, diese Statue hier. So, hier waren wir schon mal, sonst wäre die Brücke hier nicht unten. Ah ja, hier, so. Sehr, 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 sehr schön. So, die Grünen
gefallen mir recht gut. Allerdings trotzdem werden wir